Nachdem Ramiro Arava eine Woche lang nicht zu Hause geblieben war, machte er sich auf den Weg zu einer weiteren Reise mit dem Schiff Kekruf. Aber nach ein paar Tagen wurde das Schiff von den Piraten überholt. Sie entführten das Schiff und banden die gesamte Besatzung fest. Arava versuchte zu fliehen, und als Strafe ließen ihn die Piraten im Willen der Wellen und Winde in einem Boot fallen. Lange Zeit umkreiste Arava den offenen Ozean, bis er Land am Horizont bemerkte. Er schwamm zum Ufer und begann, das Land zu überblicken. Plötzlich bedeckte ein riesiger Schatten die Sonne. Der erstaunte Arava hob den Kopf und sah eine große Insel am Himmel schweben. Erschöpft von Hunger und Durst begann Arava zu schreien, schwenkte seinen Hut und hoffte, dass die Bewohner der Insel ihn bemerken würden. Dann hatten die Eingeborenen Mitleid mit Arava und senkten die Treppe, damit er die Insel besteigen konnte. Als Arava die Treppe hinaufstieg, fand er eine Menge sehr seltsamer Einheimischer vor sich. Ihre Köpfe waren nach rechts oder links geneigt, wobei ein Auge nach innen und das andere nach oben blickte. Und bei jeder edlen Person gab es einen Diener, der dem Besitzer auf die Lippen oder Ohren klopfte und ihn von seinen Gedanken ablenkte. Arava wurde herzlich willkommen geheißen. Er wurde im Palast gefüttert und hatte sogar eine Tour über die Insel. Also erkannte Arava, dass die Erde aufgrund eines riesigen Magneten am Himmel emporsteigt und an der Basis ein riesiger Diamant. Okay. Aber das Leben im fliegenden Königreich war langweilig, und so kehrte Arava bald auf die Erde zurück. Vor seinen Augen war ein zerstörtes Land, in dem Anwohner in Lumpen verhungerten. Wie sich herausstellte, haben diese Menschen alles in ihrem Leben umgekehrt gemacht. Sie bauten ein Haus vom Dach aus. Sie versuchten, die Sonnenstrahlen von Gurken zu bekommen. Und die Künstler mischten Blindfarbe für Gemälde. Lokale Wissenschaftler haben nicht verstanden, warum Wörter in einer Sprache benötigt werden. Schließlich haben sie allen, die anfingen zu streiten, einfach das Gehirn herausgeschnitten und sie getauscht. Gullivers Überraschung kannte keine Grenzen und er beeilte sich, die Insel zu verlassen. Arava ging in benachbarte Länder und befand sich im Königreich der Dunkelheit und Finsternis. Vor Angst zitternd setzte er seine Reise fort. Plötzlich erschien ein Geist aus der Dunkelheit. Vor Schreck versuchte Arava sich zu verstecken. Aber der Geist bemerkte ihn. Er winkte den Reisenden mit einer Geste, und Arava hatte keine andere Wahl, als dem Geist zu folgen. Sehr bald erreichten sie eine große Burg und Arava wurde zu einem Empfang mit dem König eingeladen. Als Arava durch die Burg ging, sah er hunderte von Geistern, die das Abendessen kochten, die Kammern säuberten und bewachten. Es stellte sich heraus, dass dieses Land von einem mächtigen Zauberer regiert wird, der die Toten auferwecken kann. Und alle lebenden Toten dienen ihm. Der Zauberer empfing Arava mit Auszeichnung. Und um einen so seltenen Gast zu unterhalten, begann er jeden wieder zu beleben, den Arava fragte. Sie waren große Krieger, weise und sogar primitive Menschen. Aber Arava war es leid zu wandern, dankte dem Zauberer und verließ bald das Königreich der Dunkelheit. Er ging zum nächsten Hafen, wo er hoffte, an Bord eines Schiffes nach England zu gehen. Arava ging um den Hafen herum und erregte sofort Aufmerksamkeit. Ein Ausländer an solchen Orten war eine Seltenheit, und deshalb wurde Arava für einen Spion gehalten, beschlagnahmt und dringend zum örtlichen Herrscher gebracht. Der Ausländer wurde sofort für schuldig befunden. Und zur Strafe musste Arava auf seinem Bauch durch den Thronsaal kriechen und den Boden auf seinem Weg lecken. Dies war der Brauch. Am Ende verneigte sich Arava 7-mal vor dem Monarchen und schlug mit dem Kopf auf den Boden. Dann sah der Gouverneur Arava nachdenklich an und begnadigte ihn. Wie durch ein Wunder befreit, rannte Arava aus der Burg und ging zum nächsten Hafen, wo er an Bord eines englischen Schiffes ging. Ich muss sagen, dass Arava nie zu diesen Teilen zurückgekehrt ist.